Hey und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Borderlands 2. Wir haben gerade Banes Grab geschändet. Wie ihr hört, tragen wir nun ganz Spanien auf unseren Schultern. Und das Witzige ist, die Nacht, die es ja schon bemerkt hat, in der letzten Folge oder während der Pause, jeder von uns hat ein ganz anderes Element. Wie ihr seht, da gelb, da grün und ich in blau. Feuer, Korrosion, Schock. Yeah, ey, das sieht gerade. Ich wollte sagen, das sieht richtig geil gerade aus. Yeah, Erster! Mann, ich bin Erster! Epic Slow-Mo, this look awesome. Der Lager ist inzwischen viel zu groß für seine kleine Behausung. Schätze, es wird Zeit, dass du eine neue Unterkunft für ihn findest. Also, Dominik macht's richtig mit hinterher. Die Typen nehmen mir jetzt schon mehr auf die Eier. Nee, einfach nur durchrennen. Junge, ich kann schon gleich zu. Na! Ist der schnell? Lauf weiter! Lauf weiter, Kleiner! Lauf, lauf! Eigentlich hält man gut mit ihm mit. Noch schlimmer wird, wenn wir ein bisschen weitermachen in der Story, wird seine Mama sein. Oh. Jetzt bin ich sauer, sagt Jack. Tja, dann ist auch sauer. Na komm, aufstehen, weiter geht's. Das hat aber irgendwas, muss ich sagen. Was? Ja, das ist Dominiks Charakter, der jetzt in Englisch spricht. Mir geht's auf den Pisser. Musst du nicht ins Englische? Generell die fast alle Sachen, die im Englischen vertont werden, hört meiner Meinung nach. Und da fliegen meine Granaten, da fliegen meine Granaten. Reisen. Okay, nachladen! Laborrat, wenn die mir auf den Piss gehen. Oh, ist der brav, der Kleine. Alter. Er geht sogar für die Hand auf. Ich hab's ja gesagt. Es hat nicht mal eine Stunde gedauert. Ich komme. Epic Slow Motion. So, was hat er an der Schild? Oh, der Schild, die fällt noch. Überrede, Klapptop, die 12. Mhm. Yay. Ich komme hier daher, oder? Okay, wir sehen uns in einer Stunde. Ja. Nein, nein, nein. Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, so arschig wie ihr Bede bin ich nicht. Sicher? Ich glaube nur legendäre. Ja? Und? Jetzt hab ich den Soundbug. Na toll. Hey, sei froh, dass du jetzt nicht dauerhaft in Slow Motion rennen musst. Das wäre noch übler. Was ist denn heute los mit dem Spiel? Ja, also bei dir ist heute echt irgendwie Flaute. Also ich hatte bisher noch keinen einzigen Ball. Ey, du Fick! Du Fick-Fixer, geh weg! Ich will über die Treppe! Du kleines Stück Scheiße! Du und so, ne? Boah, jetzt ruhig! Mann! Mir klingt das total niedlich, wenn er sich aufregt. Könnte es wie niedlich klingen. jetzt habe ich aber hier was Schönes. Ich weiß, wenn ihr wartet, es sieht aus wie ein MG. Ich habe auch ein MG. Das ist ein hier. Also, wenn es rot-bläulich ist. Ja. Ja, bei mir ist es rot-bläulich, glänzend und das ist dann eine Bandit. Ah. Ja, bei mir auch. So, mit so einem Bajonett von dran, ne? Yep. Mhm.
Hat man alle drei. Nee, Beine. Ich hatte keinen. Nee? Ja. Ich meine, ich hatte keinen Bein mehr drin. Übrigens, es wird vermutlich. Das ist ja echt bei jeder Waffe. Ja, der Handfeuerwaffen halt. Ja. Geil! Oh, aber ich muss sagen, wir hätten selber dann auch irgendwie auf den Piss. Ah. Oh, ich hab. Geil. Oh, ja. Was? Oh, ja, ich hab wieder eine schöne Piste. Weißt du, ich könnte Kammerjäger werden. Das sind ordentliche Piste. Wo hat die Lampe dann noch Feuerrate? Also ich habe hier noch eine Jacobs liegen und eine Bandit. Die Bandit hat echt sehr viel. Und ich glaube ich. Oh. Ich muss sowieso erstmal wieder ausmisten. Wieso sind das? Naja, hat sie gerade gesagt, eine Bandit und eine Jacob. Das sieht ein bisschen komisch aus. Kannst du bitte, ja, bitte sogar nach hinten gehen, danke. Achso. Weil dein Name verdeckt die ganze Zeit die Werte. Achso, sorry. In der Zeit hole ich mir mal wieder ein bisschen Muni. Ich bin der Kopf. Hilfe! Die ist nicht so prickel. Waren beide nicht sonderlich gut. So. Ich hab zwar hier eine mit 500 Schlag mich tot mal 2. Aber die hat jetzt unglaublich Feuerrate, auch wenn sie explosiv Schaden macht. Aber dann nehme ich lieber die 700er. Der Kopf, ne? Ja, Jack, Kopf Nummer 2. Ja. Und die nehme ich auch als Schock. Sekunde. Nee. Holla! Der hat Wumms hinter. Und der sieht geil 6000 aus. 6000 mal 3, ach du Scheiße. Der hat Wumms. Zum Vergleich, meine alte. 8000. Ja, nur 8000. Warte. Nicht Fabrik, ne? Ja. Ist eine Torch, hat aber leider nur 2 Schuss. Boah, 6 Schuss hab ich mit dem Baby. Nicht schlecht. Da wird sie gleich feucht. 6 mal 3, also bitte. Nee, schlecht. Ja, es geht nur so. 6 mal 3 ist gut. Alter, was ist mit den Raketen los? Das sind 3 Stück, die man immer mit einer Bandit abschießt. Ja, aber ich meine, der Flug von der Rakete. Whee! Das passt ja auch gut. Warte, die MP brauche ich. Darf ich euch mir die Sprungschüsse mal gut achten? Da könnt ihr euch drum prügeln, habe ich gesagt. Ich könnte Na, willst du oder soll ich? Ich bräuchte eine Korrosion. Ja, nimm du. Okay. Schaden. Ich brauche unbedingt halt, eine Assault Rifle oder eine MP, die halt nicht Korrosion ist. Hm. Ich habe hauptsächlich Korrosionsschaden. Hm. Die ganzen anderen Waffen kann ich loswerden. So, jetzt bin ich wieder frei. Außerdem brauchst du gleich eine gute Korrosionswaffe. Ja, blöd nur, das. Ich hab jetzt als Großer Dane und meine Assault Rifle. Geh erstmal noch schnell was verkaufen. Ja, meine Assault Rifle. Warte mal, Oliver, ich hab vielleicht noch eine gute. Ich muss mal eben kurz gucken, was ich verkauft hab. Und auch Shotgun? Komm jederzeit wieder vorbei. Also meine. Nein! Nein! Was?
Hier. Da oben kannst du ja eine von den beiden auch noch. Ah, kein Weg. 7000er, gut. Ja. Kein Weg. Was ist denn da? Nee, geschossen. Bitte lass ihm erst die Wahl. Er hat immer so schlechte Waffen. Ich komm, bin damit eigentlich zufrieden. Kann ich ehrlich gesagt bald. Das Geld stimmt. Rette ich hab halt die 400 Chromosomen-Ding. Assort, die ich jetzt hier gerade hab. Nur blöd ist, die. Ja. Hm? Die ist irgendwie schwach. Ja, das hatte ich mit den beiden Affen auch. Wo ist hier was? Hier. Bist du schon langs vorbeigelaufen? Ich hab ja schon gesehen, ihr habt da. Ja. Es so bleibt. Ja. Ach, da eine Ecke. Noch ein Blindfisch. Da kann ich nicht brauchen. Also die Schrumpfen, die ich zum Beispiel jetzt von der Kiste da bekommen hatte, macht deutlich mehr Schaden. Ich meine, gut, meine andere macht noch mal. Es geht jetzt darum, dass du eine Korrosionswaffe hast. Ne, war ja eine, die Schrotflinte aus der Kiste. Mit 1000 Watt Damage. Kann sein. Können wir? Ja. Waffentausch! Zum Glück, dass wir nur noch die zwei Folgen machen. Weil ich glaube, auf Dauer würde ich das auch nicht ertragen. Ach, ist doch nicht nervig. Es ist nur urkomisch. Wow, Mann! Dieser Bandit hat sich an seinem eigenen Grabstein erhängt. Das ist düster, das ist deprimierend. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, stimmt, du hast den ja schon fotografiert. Das kommt ins Gedicht. Warte mal. Machen wir den letzten Teil. Ja, die Quest haben wir letztes Mal schon angenommen. Warte, das nächste wird besonders Dominik sehr erfreuen. Ja, ja. Wo ist der? Hier. Hm? Ach, da. Ist das echt ein Bandit, der mit einem Roboter Löffelchen macht? Das ist abgefahrene Kunstscheiße, mein Freund. Die Bräute lieben das. Das muss unbedingt in mein Gedicht. Roboter-Sex. Das finde ich eigentlich ganz schön. Was hast du noch? Eine einsame Blume, umgeben von Blut und so einem Zeug. Das könnte ich als Sinnbild verwenden. Vielleicht für Blumen. Oder. Oder Vögel. Oder. Mir fällt schon was ein. Okay, wo zum Teufel wartet und vollendet Blut, ne? Und so. Komm her, dann lese ich's dir nicht vor. Da. Hier. Umgeben von Blut. Also ich hatte jetzt auch eher so gedacht, dass da so ein Kreis aus Blut rum ist. Wie so in so einem schlechten Ritual. Ja. Untertan, ich habe meine Attacke gestartet. Ich werde jeden Quadratzentimeter dieses Berges ansprayen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, los! Das wird Jack noch leid tun, dass er sich auf diesem Felsen niedergelassen hat. Es wird Minuten dauern, bis er dieses Graffiti abgewaschen hat. Minuten, sag ich dir. Och, nur manchmal. Und öffne dich! Vorwärts! Ein paar Kopter sind zu dir unterwegs, Slap! Ich werde dich! Oh Gott, nein, doch nicht! Huch! Die Wache ist gut. Der ist hier. Und weg. Natürlich wird der Bunker die trotzdem auslöschen. Oh, die Waffe ist gut, meine Hyperion.
Ich bin voll niedlich. Der Bandit hat mich erwischt. Das Einzige, was ich davon verstehe. Ja, vom anderen schreien die auch nicht. Sei vorsichtig, Slab! Meine Jungs sind haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker! Ich weiß, du schaffst das! Ich klettere den Fels hoch, Soldat! Komm auch hoch! Wir treffen uns Hier ist eine 2200x3 Bandit mit Schock. Sagst du aber früh. Lass dich nicht von den Mörsern treffen, Slab! Doch. Von den Zielkreisen, Slab! Doch. Lass dich nicht von den Mörsern treffen, Slab! Wie kommst du nur auf diese Mörser mal wieder? Pass auf die Mörser auf, Slab! Mach du, was machst du? Da kommt mindestens Vanguard. So mitten in so einem Zielkreis zu liegen, ist dann schon scheiße. Au. Klopf, klopf, Miststücke, aufmachen! Ne? Boah, meine Waffe haut rein. Haut echt rein. Oh. Badass Construct auf dem Dach. Ja, bleibt hier unterm Dach. Meine Schützenstellung! Hier. 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 Was denn? Schick Beute nur? Oh, oder? Ja, die sind richtig mies. Ich kümmere mich schon mal um den Großen. Achso, der ist schon gerade tot. Ja, Dominik ballert schon die ganze Zeit rum fleißig. Ja, und ich wurde nicht einmal von dem Wichser getroffen. Ja, weil er irgendwie immer auf mich gerade abgesehen hat. Sobald ich unter dem Dach hervorgekommen bin, kamen die Raketen zu mir geflogen. Denk dran, immer mal wieder die Munition zu aufnehmen, weil ich brauche immer MP-Money. Explosionslauder. Hab ich schon gehört. Geschütz raus! Wo nicht bist du jetzt gestorben? Ich hab hier hinten Bett, das Lauder. Bitte. Oh, danke. Ich fand's gerade geil, wie der vor mir schützt beballert worden ist, und dann hörst du bloß die ganze Zeit mal, weißt? Vorhin gerade eben diese schöne Stille und auf einmal, Waffentausch! Nee, bei mir war es generell ruhig. Bitte, Faustrifle. Raketenwerfer. Die ist gut. Danke.
Ich nehme gerade. Ach, Granaten habe ich. Ja. Oh, ich hoffe, man hört den Motorrad gerade nicht. Brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Weiter. Hey, Kinger. Fest. Wie unsere beiden so. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht. Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen. Ja, so sind Helden. Ja, deswegen hat Tennis auch so ein Ding an der Waffe. Du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. Hier ist eine Kiste, aber scheißegal. Boah. Oh, die sieht ja geil aus. Mein Raketenwerfer, den ich hier habe. Ich hab hier bloß einen rosanen. Ich hab eine total hässliche Piste. Ah, ich hab hier bloß Standard, so einen komischen Revolver. Schau nach oben, Slap! Meine Kopter kommen! Seine Kopter kommen. Kopter, nicht die Automatikgeschütze aus, Slap! Helikopterman, der Rücker des Kreisefickers. Oh. Ja. So, ich muss mir, glaube ich, gelegentlich Muni holen für meine dieses Kraftfeld MP. Schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Ich habe ein Feld gekauft, der macht immer das Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Brick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr genau, Brick und seine Versager. Dann weg. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger! Die stürmt hier vor. Oh Mist! Komm hier nicht hoch! Kämpf weiter, Slap! Zerstör die Geschütze! Laserstrahl! Spring! Spring den Laserstrahl, Slap! Meine Jungs haben Nachschub für dich! Such nach dem Kopter mit einem weißen Signallicht! Geh raus zum Ring, wenn du Medikits brauchst! Vorsicht vor dem Laserstrahl! Mir doch kackegal. Die Snaps dürfen auf der zentralen Plattform Munition. Da hinten. Ja, das wird gleich nervig, dass da die ganze Zeit doppelt so oben sind. Wollt ihr mal die Laserstrahlen bekommen? Ja. Die Geschütze. Muss gleich fallen. Bin ich schon dabei. Sehr gut, Sam. Sobald wir den Bunker knacken, kann ich nichts davon abhalten, dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Kämpf immer weiter. Die Snaps dürfen auf der zentralen Plattform nicht. Ist die Hotloader. Ohne Scheiß, die Laserstrahlen machen so wenig Schaden. Automatikgeschütze mehr. Gute Arbeit, Slam. Versucht uns auf Alien, ja,
So. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Bunker 0018. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R, der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tu mir einen Gefallen und stirb. Ja, lass ihn runter. Oh, Mist. Der Bunker hat abgehoben, Slaps. Jetzt wird's schmutzig. Sano. Sagt die Muzzle Pop? Ja. Aber. Kann sein. Komm, Bunker. Deine Slaps können dir nicht helfen, wenn du die Automatikgeschütze nicht ausschaltest. Ja, eigentlich erwischt man gar nicht. Ah, bist du kein Loader? Etwas? Ich bin jetzt mal meine Raketen jetzt. Mach ich voll? Gut bleiben. Na, was? Schießen ohne Sohn. Ach, welche Sonne. Also. Ihr müsst gleich mal auf die Waffe achten. So, jetzt auf die Waffe achten. Aus der Waffe kommt die ganze Zeit. Kommt der Loot. Das Ding sieht überhaupt nicht aus wie ein Penis. Dass der gerade am Abspritzen ist. Ja. Wartet jetzt oder kommt da noch mehr? Ja, kommt noch mehr. Gut, könnte man halt mitnehmen zum Verkaufen. Wir haben so viel Geld, der Bauch hat das nicht. Ja, der Spur ist hier immer noch am Ausspucken. Hier ist da noch ein Bandit-Schild. Ja, ich habe gerade einen 3000er noch was gefunden. Ja. Aber ich gehe noch mal zu einer anderen Kiste. Ich wollte nämlich was sagen. Die meinte ich zwar nicht, aber naja. Mani. Welche denn? Kommt man nur rein, wenn man den Dings gekillt hat. Für ein Schild reicht der jetzt gerade. Ist das so eine... Oh ne. Oh. Macht ja zum Glück nur dir Schaden. Nein! Hm? Ich habe meine 90 Pakete verloren. Wow, das ist das erste Mal seit, keine Ahnung wann, dass er sich wieder wegen die Paketen auflässt. Das Witzige ist, er hat diesmal selber Schuld.
schon machen? Ja, ich gehe auch rein. Double. Was? Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Warte, darf ich das ausprobieren? Ich fühle mich so in die Ecke gedrängt. Deiner spricht Englisch, also bitte. Wenn ja, deswegen. Ich liebe dich. Nee. Aha. Zugang gewährt. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Mensch im Sanctuary kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Tja. Medium allein kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenenkatalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sie jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. So, ist jetzt endlich fertig mit Quatschen hier? So, Freunde, die Folge ist vorbei. Ich registriere, dass du dich näherst. Martin, nicht weiterrennen. Beeil dich und stoße zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Komm her. Ist sie jetzt fertig mit Quatschen, Alter? Meine Fresse. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt Borderlands 2. bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.